Die FED hat gestern in Gestalt von Jerome Powell etwas sehr Ungewöhnliches gemacht, wie ich finde. Sie hat nämlich gesagt, wir legen einfach mal die Zinsen auf Eis. Wir werden nichts mehr tun in nächster Zeit. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist an diesem halben Feiertag in Deutschland. Vor allem die nördlichen Bundesländer und die östlichen haben Feiertag, die südlichen ja nicht. Deswegen dürfte der Handel heute etwas ruhiger, zumindest in Deutschland, verlaufen. Aber die Amerikaner werden auf das reagieren, was die FED gestern getan hat, und sie haben erstmal positiv reagiert. Aber schauen wir uns erstmal das an, was Jerome Powell faktisch gesagt hat. Hier sagt er praktisch erneut, wir haben wieder mal einen Insurance Cut gemacht, also einen Versicherungszinssenkungsschritt, könnte man sagen. Wir glauben, dass die Wirtschaft weiter moderat wachsen wird. Der Inflationsdruck ist sehr, sehr moderat. Das war einer der Gründe schon im Statement der FED, warum sie jetzt die Zinsen gesenkt hat. Die nicht wirklich starke Inflationsentwicklung, wir neben den Exporten, by the way, die sehr schwach waren, und vor allem dem Business Investment, das ich Ihnen hier mal zeigen will. Wir hatten nämlich ja gestern die BIP-Daten, und hier ist das Business Investment, also die Investitionen der Unternehmen, um 3% gefallen. Im zweiten Quartal war es minus 1,0%. Klarer Abwärtstrend, das trotz der Trumpschen Steuerreform, die ja angeblich zu so viel Investitionen führen sollte, ist nicht der Fall. Jedenfalls hat der Powell sich eben auch darauf berufen und gesagt, das ist eben hier die Situation, dass wir jetzt die Zinsen nochmal senken. Exporte schwach, Business Investment schwach und Inflation schwach. Das waren die drei Argumente, die letztendlich begründet haben sollen, warum die FED hier agiert hat. Dann noch Weakness in Global Growth, das war dann das vierte, was noch hier herangezogen wurde, also die Schwäche der globalen Wirtschaft. Und dann kommt eben diese Aussage, Current Stance of Monetary Policy likely to remain appropriate, also die derzeitige Haltung der FED, das derzeitige Zinsniveau, so könnte man das übersetzen, wird jetzt erstmal eine Zeit lang so bleiben, heißt nichts anderes als, wir werden jetzt erstmal nichts mehr tun. Vorher hatte die FED ja immer gesagt, we will act as appropriate, wir werden handeln, wie es angemessen ist. Das war immer so ein Codewort, ein Signal dafür, dass die FED die Zinsen senken wird. Das hat man jetzt weggenommen. Das heißt, das ist eigentlich die hawkische Seite. Die FED wird jetzt erstmal, wenn nichts Dramatisches passiert, die Zinsen nicht mehr senken. Aber dann kam auch die Aussage von Jerome Powell, dass wenn hier die Inflation nicht nachhaltig anzieht, nicht wirklich stark anzieht, so waren die Worte von Jerome Powell, dann werden wir die Zinsen eben auch nicht anheben. Und bums, dann gingen die US-Indizes nach oben. Das war sozusagen die Versicherung für die Märkte. Ja, in Sachen Zinsanhebung müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Die Frage ist, was überwiegt jetzt die Enttäuschung darüber, die leicht hawkische Enttäuschung darüber, dass die FED sagt, ja, also es muss schon sehr viel passieren, damit wir jetzt nochmal die Zinsen senken, oder die Freude darüber, dass man so eine Art Versicherung hat, ja, da wird wohl in Sachen Zinsanhebung auch nichts mehr kommen. Das ist jetzt die Grundfrage, die erstmal zu beantworten ist. Gestern hat man sie erstmal beantwortet mit Hurra. Es ist doch schicke, dass die Zinsen nicht mehr steigen. Hier sehen wir diese Marktreaktion. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, was die FED jetzt allein im Oktober gemacht hat, sie hat im Oktober hier diese 60 Milliarden pro Tag an Treasury Bill Käufen angekündigt, die ja jetzt im November dann kommen sollen. Sie hat die im September angekündigten Daily Repo Facilities von 75 auf 120 Milliarden Dollar erhöht. Und sie hat jetzt im Oktober eben das dritte Mal hintereinander die Zinsen gesenkt. Das ist eine ganze Menge, da kann man nichts anderes sagen. Dementsprechend wohl auch die US-Indizes eben gestern auf einem Allzeithoch. Nicht, weil die Wirtschaft so toll ist, auch nicht, weil die Zahlen der US-Konzerne so toll sind, sondern weil eben dieser monetäre Stimulus so stark der Fall ist. Aber der wird jetzt eben eingefroren. Jetzt ist die Frage, hurra, wir können froh sein, was da jetzt erreicht ist in Sachen Zinsen, dass die FED nochmal die Zinsen gesenkt hat. Wir haben ja auf der anderen Seite das QI, das nicht QI heißen darf, hat sich Paul gestern auch wieder geäußert. Warum es kein QI ist, weil eben beim QI waren es die langen Laufzeiten von Anleihen. Damit wollte man die langlaufenden Zinsen runterbringen, um Kreditvergabe und Hauskäufe zu stimulieren. Hier sei es etwas Kurzfristiges, um Liquidität in die Märkte zu pumpen. Trump hat sich dann auch
nicht Trump, sage ich schon wieder, Paul hat sich dann auch geäußert zu diesen Schwierigkeiten am Repo-Markt und gesagt, ja, da war irgendwie so Probleme mit dem Liquidity Flow, also Liquidität ist irgendwie nicht so geflossen. Ja, warum ist sie nicht geflossen? Diese Frage hat er nicht beantwortet. Jedenfalls rein Technical Issue wieder mal, also diese Ausrede der Fed, die scheinbar entweder selber nicht begreift, was der Fall ist, oder uns eben verschweigen will, was der Fall ist. Schauen wir uns dann noch an, was die Apple-Zahlen gestern gebracht haben. Die waren durchaus solide. Das wollte ich nicht zeigen, sondern diese Grafik hier. Wir haben zwar rückläufige iPhone-Verkäufe weiterhin, aber man kann das eben ausgleichen oder überkompensieren durch den Bereich Services, der auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Und dann eben auch so Accessoires, so andere Nebenkategorien, die sind gut gelaufen. Die Apple-Aktie dann nachbörslich nach oben, ebenso wie Facebook, hat dann allerdings ein bisschen die Gewinne abgegeben, nachdem die Aktie ja schon super gut gelaufen ist. Jetzt die Frage, geht es weiter nach oben bei Apple und damit indirekt eben auch mit den US-Indizes oder werden jetzt Gewinne mitgenommen, weil all das eingetreten ist, was man sich erhofft hat? So war es ja zuletzt gewesen, dass nach der Zinssenkung dann die Märkte gefallen sind. Und kann dieser Rhythmus jetzt durchbrochen werden? Das ist die große Frage. Wir haben aber auch schlechte Daten jetzt gesehen aus China zum Beispiel heute Nacht. Wir haben hier den Einkaufsmanager-Index, den offiziellen, bei 49,3, deutlich schlechter als erwartet. Wir sehen Produktion, die Unterkategorie Produktion 50,8, nur noch von 52,3. Neuaufträge 49,6 runter von 50,5. Also das sind sehr, sehr schwache Daten. Auch der Dienstleistungssektor ganz schwach. Hier war eigentlich 53,9 erwartet. Wir sind bei 52,8 rausgegangen. Hier bei den, bei der Industrie, also bei den Manufacturing PMI, wollte ich sagen, es ist jetzt der sechste Rückgang in Folge, der hier stattfindet. Wir sind also nach wie vor im Kontraktionsbereich und hier sehen wir den schwächsten Wert seit 2016. Was die Dienstleister in China betrifft, vor allem sehr schwach eben hier die einzelnen Kategorien, neue Exportorders, 47,3 nur noch, neue Aufträge 49,4, alles also sozusagen in kontrahierendem Terrain. Wir haben heute an Daten die Verbraucherpreise aus der Eurozone, 11 Uhr und dann 13:30 die Verbraucherpreise PCE aus den USA, die jetzt praktisch erstmal nicht mehr so wichtig werden, wenn Paul sagt, da muss schon wahnsinnig viel passieren, damit das ansteigt oder damit das seine Zinsanhebung rechtfertigt. Wir haben dann noch den Chicago Einkaufsmanager Index um 14.45 Uhr. Was wir hier sehen, das ist der Dow Jones, hier die Charts von Capital.com. Da ist dieser Index bei 27.194. Wir sehen den Tech-Index Nasdaq 100, der gestiegen ist mit der Freude über keine Zinsanhebung mehr plus Apple und Facebook-Zahlen. Wir sehen, dass der S&P 500 bei 3046 ist. Wir waren gestern schon über der 3050er-Marke. Wie gesagt, neues Allzeithoch. Wir sehen den DAX, wenn er denn kommt, reagiert hier nicht gerade. Sehen wir, wie gesagt, in der Nähe des Allzeithochs. Wir versuchen mal den Euro-Dollar. Der geht. Wir sind bei 1,1162. Wir sehen also Dollarschwäche jetzt auf breiter Front, weil die Fed eben praktisch gesagt hat, ja, nach oben wird nichts mehr kommen. Es kommt zwar auch wahrscheinlich erstmal nichts nach unten, aber dennoch ist natürlich das für den Dollar jetzt nicht gerade ein großes Kaufargument. Wir sehen, Gold kann sich halten, 1498 und das amerikanische Crude Oil bei $55,20. Also, was sie bewegt, Freude über, wir werden die Zinsen nicht mehr anheben, weil die Fed die Zinsen auf Eis gelegt hat, oder die Sorge darüber, dass jetzt erstmal Schluss ist und schon viel passieren muss, damit da nochmal was kommt. Das ist die Grundfrage heute. Ich wünsche einen wunderbaren Feiertag für manche oder für die Süddeutschen, die können sich auf Allerheiligen Morgen freuen. Bis dann, erstmal Servus und Ciao.